Oh, ich hab gehofft, das sieht keiner. Nein, ach Mann, warum? Nein, warum denn jetzt zweimal nacheinander? Warum jetzt? Lass mich einmal auf dieser Scheiß-Map bitte Crewman sein, dass ich weiß, welche Tasks ich hier machen kann. Das kann's doch nicht sein, Alter. Ist das so dämlich? In der Tat. Also es ist kein Self-Report, ich war hinter Sefi, der ist da reingelaufen und irgendwer kam da auch raus, glaube ich. Ja, ist gestorben, oder? Ein Mann mit Iro-Schnitt und ich glaube, es gibt nur einen, der so eine absolut scheußliche Frisur trägt. Das ist wieder so ein flinker Move, dass er direkt am Anfang killt und self-reportet in einem Ding. Nein, ich kann ihn proven, er ist gerade reingelaufen. Du laberst scheiße. Ja. Ja, aber so schnell direkt jemanden killen und dann aufeinander schieben. Ja, auf das kommst auch nur du. Du hast doch nur zwei Stimmen. Alstar und Sefi, behaltet die im Hinterkopf. Wenn ihr mich jetzt voten solltet, ja, behaltet komm, die beiden im Hinterkopf. Ich hab keine Ahnung, was ich glauben soll, ich bin ehrlich. Also ich meine, es wirkt schon sehr klug, aber die einzigen beiden, die hier schießen, seid ihr beide. Ansgar und Bibi, mir leckt euch gerade schon schön die Popelle. Ich konnte ja nicht mal reden, bevor mich gewotet hattet. Wenn die das gesagt haben, dann müssen die sich ja ausgesprochen haben irgendwie intern. Und das geht ja nicht. Seien die ja bei Discord miteinander geschrieben und gesagt, komm, wir machen das jetzt so. Ja, wahrscheinlich. Genau! Scheiße, es hat nicht funktioniert. Ich dachte ehrlich, das wird noch funktionieren. So. Oh, ich konnte zumindest Hübi noch umdenken, aber scheiße. Ich glaube, ich verrate mich einfach. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich hätte es langsamer spielen müssen. Chat. Soll ich jetzt wirklich spielen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Das war so dämlich, dass ich den gekillt hatte. Aber ich dachte wirklich, ich würde mich noch rausreden können. Ich werde, keine Ahnung, ich werde versuchen hier irgendwie, was weiß ich, irgendwie irgendwas zu machen, Alter. Das Ding ist, ich hab mich eigentlich so gefreut, Imposter zu sein und dann kill ich einfach so random direkt am Anfang. Das war so unklug von mir, weil ich wusste ja, dass sie den Gang entlang laufen müssen. Es gibt ja nur den einen Weg raus. Was mache ich? Ich kill trotzdem und ich bin der Einzige, der rausgelaufen ist und ja, mich natürlich safe im Blick. Du bist nie allein. Du bist einfach nie allein. Weil diese Map so konzipiert ist, dass du die ganze Zeit nur irgendwie zusammenhockst. Und das ist doch scheiße. Ist das Lennys Ernst? Lol. Yo, aha. Was war das jetzt? Achtung, ich kann es genau erzählen, was passiert ist. Ich habe das gerade deaktiviert, ich habe den Code eingegeben. Dann stand da noch, Theo, Sefi und Lenny standen da. Und dann wurde einer von denen umgebracht. Ich habe gerade noch meinem Chat gesagt, jetzt passiert ein Stackkill. Das okay. Problem ist, ich weiß nicht, woran man erkennt, was die Kill-Animation ist. Ich habe keinen Schimmer. Ich meine... Lenny, weil der hat sich noch kurz bewegt, bevor nachdem diese Leiche explodiert ist, so. Ich habe mich ja extra hin und her bewegt, damit mich genau nicht trifft. Wenn man jemanden umbringt, portet man sich quasi an die Stelle von dem, der umgebracht wurde. Ja, dann war es Lenny. Lenny war der Einzige, der sich bewegt hat. Dann haben wir Lenny raus. Bitte vote ihn raus. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ist aufgegangen. Wenn man jemanden umbringt, portet man sich quasi an die Stelle von dem, der umgebracht wurde. Ja, dann war es Lenny war der Einzige, der sich bewegt hat. Dann haben wir Lenny raus. Bitte vote ihn raus. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ist aufgegangen. Bitte, ich bin alleine auf der scheiß Map. Ich meine, dass ich diese Map spiele, diese Imposter. Ich trotze ins Essen, Alter. Die ganze Zeit. Ich schwör's euch, ich habe keinen Bock mehr. Diese Map ist so furchtbar, weil du bist nie alleine. Du bist als Crewmate bist du nie alleine. Und selbst wenn du kannst so easy nachverfolgen oder einfach logisch schlussfolgern, wer wo lang gelaufen ist. Flo, Alter, was fällt dir eigentlich ein? Da kommt doch das Leute war so dämlich von mir. Ich dachte, das würde mehrere Gänge geben, aber es gibt ja nur diesen einen Weg. Ich hätte mir denken können, dass die nachkommen. Ich habe übrigens die Runde überlebt. Oh, wieder mit Sephiroth. Mit Sephiroth ist das nice. Wir sind so ein gutes, Team. Das wird jetzt in der Tat schwierig. Ah, es ist schwer auf dieser Map. Das ist wirklich schwer auf dieser Map. Will ich Nerdy wieder killen? Nein, ich kann Nerdy nicht killen. Ich kann ihn nicht killen. Oh. Ich habe leider keine Strategie für diese Map, ne? Ich finde die super anstrengend, die Map. Ich wusste es. Das sah schon so komisch aus. Warum läuft er mit mir da runter? Und vor allem hier findet mich ja keine Sau. Das Dumme ist, das kann ich Vic nicht einmal sagen. Leute nicht mal sagen, dass Vic es nicht ist. Das war dumm, dass ich gestorben bin. Das war richtig blöd. Oh nein. Vic ist der Zweite. Echt? Wirklich? Verarscht er mich? Ohne Scheiß. Weil der war so nett zu mir. Der hätte mich ja 100-mal killen können. Warum hat er das nicht getan? Schon wie? Alter! Also, es...
Ich wollte... Wisst ihr, was ich gerade sagen wollte? Es muss ein erfahrener Imposter sein, weil er mit viel Stuff hier... Ich wollte gerade sagen, dass es Vic ist. Kein Map. Ah, da ist er wieder. Da ist er, ja. Sefi. Als ob hier die Contamination Invent ist. Sefi, ich hab dir vertraut. Sefi. Ich hab dir gerade... Wir waren mal so. Gesehen. Jetzt sind wir so. Aber ich habe eine Frage an Sefi. Warum hast du in Reaction gerade nicht mit mir dieses Ding entschärft? Du warst doch da, oder nicht? Hä? Ich bin mit Vic hochgelaufen und dann habt ihr beide das vor mir entschärft. Aber eigentlich ja, sind also, Vic und ich... Warst du mir in Cafeteria am Arsch wie so ein Hund? So wie mein Pet, wie mein Haustierhund? Digga, weil ich nicht allein hier rumlaufe, Alter. Hast du das Spiel noch nicht verstanden? Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich finde Sefi und Vic sind ein bisschen sass. Ist, da gibt schon wieder gar keinen Sinn. Ich kann halt zu Vic nur sagen, dass er... Wen hast du wo gefunden? Ich habe den in Decontamination gefunden und das war, ich glaube, Theo, aber ich habe die Leiche nicht okay. gesehen, nur den Report. Also sorry, ich weiß nicht, okay. welcher genau das war. Ah, tut mir leid, Hübi. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob Vic und ich das abziehen können. Die Map ist halt wirklich hart, ne? Warum bin ich jetzt schon wieder sass? Also klar, ich habe jemanden umgebracht, aber die Leiche hat man nicht mal entdeckt. So, guck mal, ich laufe jetzt im Licht, um das zu fixen und wieder werden irgendwelche Leute sagen, ich bin sass. Ich schwöre. Okay, gut. Gut, Uso war sehr weit weg. Den wird so schnell niemand finden. Ah, da ist Lenny. Lenny muss leider dran glauben. Man hängt die ganze Zeit zusammen. Es gibt keine Möglichkeit für den Imposter, sich hier irgendwie zu bewegen, dass man, ohne dass man das, ja, nachvollziehen kann. Und ich bin tot. Die war in Office gewesen, in Reactor. Da sind ja, also da sind glaube ich Stachels oder, oh, nee, Sephiron und ich sind beide nach oben gegangen. Mhm. Und als wir da rausgegangen sind, stimmt, es waren Sephiron und Stachels. Dann bin ich da halt rausgegangen, ja, als ich meine Kabelaufgabe gemacht habe, bin ich halt runtergegangen und auf einmal war da halt Lenny gewesen. Okay. Warte, Kufu, Self-Report? Ja. Ich habe Sephi und Nerdy oben gesehen. Also ja, die waren oben. Decontamination, die waren die ganze Zeit bei Laboratory. Wo ja, genau die waren die Leiche nochmal? Die ist in Office. Das ist das, wo man das Licht repariert. Und das nee, das ist das Electrical, oder nicht? Office ist doch auf der rechten Seite. Das ist Office, das ist auf der rechten Seite, ja. Oben rechts. Hä? Bei Greenhouse, direkt unten drunter. Da ist links auf dem Weg Office und da oben... Ja, aber wo liegt Lenny jetzt? Also in links Office. Oder rechts? Links. Aber links rechts, ist nicht Office. Admin. Ach so, doch, klar, ich dachte Admin wäre... Okay, ich dachte, das wäre Electrical. Ja, aber ich war bei einem Admin-Panel. Ich folge. Ich kann es nicht gewesen sein, weil ich weiß, wo ihr wart. Ich war die ganze Zeit beim Admin-Panel und ich habe gesehen, dass richtig viele bei Electrical sind und einer ist runtergelaufen und das muss Kofo gewesen sein. Nerdy, Stachels und Sephiron und ich, wir waren ja oben gewesen beim Reactor. Dich kann ich nicht approven, Kofo. Dich kann ich nicht approven. Du bist so schnell wieder weg. Ist schön und gut. Da bin ich runtergegangen durch die Contamination. Ich habe dann halt mir im Kopf gehalten, okay, Sephiron und Stachels sind safe oben. Dann bin ich da. Es wird wieder viel geredet. Stachels und noch jemand. Also wenn du an mir vorbeigelaufen bist. Und nicht gesehen hast, dass ich auf der rechten Seite bin und dann Lenny auf der linken Seite gekillt hast. Der Rest war halt oben link gewesen. Okay, wie gesagt, ich war bei Panel. Zwischendurch. Das war jetzt wieder meine Rache. Okay. Hübi schreibt mir auf WhatsApp, dass er so sauer auf mich ist, weil ich ihn gekillt habe. In dem wie Moment, Vic es ist, das ist voll krass. Ja. Habe ich meinen Chat gerade erklärt. Es war so safe, Vic. Ja, ich weiß. Es war so also ich weiß nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass du mich sasst. Okay. Oh nein, jetzt kann ich nicht gegen Vic schießen. Das geht mir böse auf den Sack. Nee, why? Also das ist ja wohl die größte Ironie überhaupt. Okay, die Map kenne ich immerhin. Die Map kenne ich. Jetzt Vic umbringen. Da wäre ich der größte Knecht überhaupt. Nice, Alter. Ich werde jetzt etwas richtig Risikohaftes machen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber es wäre krass. Dafür müssten ja zwei sein. Scheiße, Alter. Also es funktioniert wirklich nur nice. Okay. So, jetzt passt auf, Leute. Passt auf. Nein, lass mich reden. Lass mich einfach reden. Pass auf. Sherlock. Ich bin Sherlock. Pass auf. Ich war bei den Vitals und ja. Ansgar und Uso sind an mir vorbeigelaufen. So. Nein. Und dann habe ich bei den Vitals gesehen, dass Uso umgebracht wurde und ich denke mir, sind die beiden nicht an mir vorbeigelaufen? Nein. Dann laufe ich nach rechts. Pass auf. Dann laufe ich nach rechts und ich sehe oben draußen Usos Leiche.
Leute, ich hab. Wer könnte es wohl sein? Warte. Sag mal, Moment. Ich bin mit Uso gerade unten aus Admin hochgekommen. Wir waren bei Office und ich glaube, wir hatten beide die. Ja, halt's mal, komm. Wir hatten beide die gleiche Task, wo man da diese Karte umdrehen muss. Mhm. Und ich habe nur gerade, während ich dabei war, so ein Blood-Splat an der Seite gesehen. Vic stand an den Vitals. Ja. Also, wenn da kein anderer mit der Kamera. Ja, ich stand ja auch an den Vitals. Leute. Ja. Nö, da kam kein anderer. Halt, bitte, was? Vic ist es. Es kann nur Vic sein. Sorry, aber das ist. Bruder, ich hab dich so aufgeschattert. Ich hab dich so aufgeschattert. Du kannst nichts sagen. Ganz ehrlich, also, wenn wirklich jetzt Ansgar und der und Uso rausgerannt sind. Und die beiden haben sich getrennt und jemand anderes hat ihn umgebracht. Wir waren noch bei dir, wir standen alle auf einem Haufen. Nein, ihr wart schon längst draußen. Ja, okay, dann ist es ja Ansgar. Ja, okay, wollte nicht, ist voll okay. Ey, ja. Ich bin so ein Sherlock. Ich werde dich dran erinnern. Ich werde daraus eine YouTube-Runde machen. Ich bin IQ 30.000. Ja, genau. Nee, ja. Ich glaube ganz ehrlich. Die drei Phasen, Digga. Zuerst bist du wütend, dann enttäuscht. Die drei Phasen. Ich weiß nicht, ob ich Ansgar wähle oder es skippen soll. Also ich kenne Ansgar nicht, aber diese Reaktion wirkt irgendwie. Oh, das glaube ich nicht. Ansgar schreien bringt nichts, das hilft dir nicht weiter. Warte, Lenny auch das, weil der auch für Vic ging. Ach, Lenny Lava. Okay, wer hat für mich gewotet? Lenny und Ansgar. Okay. Lenny und Ansgar. Habt ihr das gesehen? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne Vic jetzt inzwischen mit seinen Mindgames ein bisschen und ich habe ehrlich gesagt bei Ansgar ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass das tatsächlich ist. Ja, also ihr beide habt für mich gewotet, das habe ich mir letzte Runde gemerkt. Stopp mal. Die Sache ist, das wäre jetzt so wack, ich habe jetzt endlich so einen Über-Sherlock-Moment, wenn ihr mich jetzt rausvotet. Aber ich darf jetzt niemanden umbringen. Ich habe so einen kranken Move gepult, ich darf jetzt niemanden umbringen. Oh. Also Lenny will ich, glaube ich, nicht umbringen. Welp, es war Hübi. Und Vic. Ohohoho. Fickt euch, wirklich, Alter, wie kann man so... Super obvious, ich bin tot. So, jetzt ich wollte es nur mal sagen. Okay. Ganz links bei dem Baum. Ich weiß nicht, wie der Raum heißt. O2. Ja, da habe ich dich noch getroffen. Dann bin ich von O2 unten raus und da lag hier. Das war sehr viel rum. Also ich habe reported auf jeden Fall. So. Und das Ding ist, Stachel kam mir entgegen, aber nachdem der Task gemacht hat, würde ich sagen, der ist es nicht. Lenny ist auch tot übrigens. Ich habe Vic oben rechts gesehen bei Lab. Also ich war bei Lab. Ein ganz fieses Gefühl. Nee, weil ich meine, ich habe. Nee, nicht stimmt, scheiße, ich hab dich oben links bei Electrical gesehen. Ja, da war ich auch. Das Problem ist, wir wissen halt nicht, wo Lenny gestorben ist, ne? Hübi, du hast Stachels gesehen, wo hast du ihn gesehen? Beim Baum? Beim Baum, kann man da wenden? Kein Plan. Ja, kann man. Also für mich ist entweder Self-Report oder Stachels. Damn, Alter, aber das war trotzdem eine krasse Runde. Also egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, das war heftig, diese Story. Also ich glaube, das wird wirklich das heftigste YouTube-Video. Vergesst alle anderen Among Us-YouTuber. Real Talk. Ich muss, glaube ich, CEO erledigen. Ansgar ist so wütend, Alter. Oh, ich liebe es. Komm, Ansgar, du musst schon zugeben, das war krass. Wo ist Hübi? Da ist Hübi. Ich muss CEO killen, glaube ich. Ich muss CEO killen, ganz ehrlich. Es tut mir leid, Bro. Oh, shit. Ich habe Zeo gefunden, ganz in der Mitte, da wo der Emergency-Button ist. Ich habe mit ihm das. Bitte vertrau mir, du standest die ganze Zeit in dem einen Raum und hast nichts gemacht. Oben als das. Doch, natürlich, das war ein Long-Task. Ich wusste nicht, dass da der erste Minute runterfällt. Ich habe Schlimmes gemacht. Ich spreche für dich. Hübi, also, nein, die ganze Zeit nicht gesehen gehabt. Alle anderen ganz ehrlich, Nerdy, ich habe keine. Stachel hat Tasks gemacht. Das macht ihn zu 100% safe. Hübi, so. Tut mir leid, du bist es. Nerdy, bitte tu mir den Gefallen und vote auf Hübi. Danke. Wieso das jetzt? Nicht dumm, Stachel, wieso? Du musst das sein. Alter. Schade. Nein. Weil er recht hat. Wollt ihr mich verarschen? Stark. Digga, Hübi, du Penner. Ich werde dir das nie verzeihen. Ey, ohne Scheiß, ich kann Hübi mit diesem Stackle-Traum aus dem letzten Stream so nachvollziehen gerade. Bitte, stark, was war das? Diese Idee, die ich da gemacht habe am Anfang, das habe ich mir schon vor ein paar Tagen aufgeschrieben. Ich wollte das mal als Challenge riskieren.
Ich wollte das einfach mal, pass auf, es ist eine Challenge. Ich wollte gucken, ob ich damit durchkomme. Ich wollte gucken, ob ich diese Challenge schaffe. Und Ansgar, ich hab sie geschafft. Ich pack's nicht. Gut, alright. Oh, ich bin gespannt, wie es mit Nerdy wird. Wirklich sehr gespannt, wie diese Runde jetzt mit Nerdy wird. Ah, fuck, ich hab ihn verpasst. Ich hab ne Office-Phobie. Nerdy? Beide gleich! Weg! Komm hier rein und guck dir das an, dass ich... Bei der gleichen Aufgabe. Ich bin kurz vorm Heulen. Und er hat mich auch gesehen, ne? Ich wollte fast in die... Alter, als wenn Vic nicht zurückgekommen ist, ey. Oh mein Gott. Oh Gott, mein Herz. Gut, also, Imposter. Dann kann ich mich ja gleich erstmal an Vic... Das Erste, was ich gleich machen werde, ist mich an Vic zu rächen. Direkt in Office. Also, direkt am Spawn quasi rechts. Die einzigen Personen, die ich da halt gesehen habe, während das Licht ausgegangen ist, waren Nerdy und Ceo. Aber Ceo ist halt von außen reingekommen und Nerdy war halt mit mir quasi schon im Raum drin. Also er könnte es vielleicht gewesen sein. Nein, okay. ich war in Weapons. Ja, das war davor. Du warst davor in Office gewesen. Ich war doch nicht in Office. Hast du ihn doch, da wirklich gesehen? Du hast die falsche Karte offen, kann es sein? Nee, das ist die richtige Map vom Polus. Wenn ich jetzt erstmal pauschal... Ich dachte schon, ich bin raus. Ich hab ihn nicht mal gesehen! Ich habe gerade in Laboratory habe ich diese Quest gemacht, wo man einen von 5 Schaltern umlegen muss, wo die Lichter an sind. Dann wollte ich gerade zum Licht laufen und als ich quasi nach unten gegangen bin, um zum Licht zu laufen, habe ich kurz den Report-Button blitzen sehen. Das heißt, der muss wahrscheinlich unter dem Teleskop irgendwo gelegen sein, aber ich habe es nicht gesehen, weil das Licht aus war. Ich habe in der Cam gesehen, dass du mit Lenny in Lab reingelaufen bist. Ja, mit ihm bin ich reingelaufen, richtig. Also genau, ich bin einmal durch Lab gelaufen, habe dann eine Task dann da gemacht und dann bin ich jetzt aber auf dem Weg zu Specimen Room. Ja, aber warte mal, wenn du da hingelaufen bist, dann hättest du doch die Leiche sehen müssen. Nee, ich bin dann... Nein, hä? Doch. Nein, das Licht war aus. Ich bin unter diesem Tisch dann da vorbeigelaufen, auf dem Weg zu Specimen Room. Ich stehe jetzt gerade quasi in dem Decontamination Room, oben an dem Teil. Lenny Superstars. Du hast aber sehr oft self-reported. Ja, das ist aber auch wahr. Mein Chat hat mich massiv dafür geblamed und ich habe jetzt daraus gelernt. Ach so, okay. Ich finde, Hübi redet zu viel, wir sollten ihn voten. Ja. Dio alleine hier? Ach, ich habe wieder so ein cool... Warum ist denn an jedem Anfang einer Runde so ein Cooldown? Ey, das nervt mich. Ich bin einfach am Ende meiner Kräfte. Diese scheiß Map vorhin hat einfach so dermaßen meine Kräfte gezehrt. Ich habe wirklich diese Mira-Map, wo ich zweimal nacheinander Imposter gewesen bin am Anfang, hat einfach meine Kräfte so gezehrt, dass ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich habe einfach keine Kraft mehr dafür. Du sitzt da in der Ecke. Okay. Okay, Freunde, ich habe gesehen, wie Nerdy Bruce Brown Khufu umgebracht hat. Ich bin nämlich nochmal umgedreht, Nerd. Ja, und ich muss sagen, ich habe mit Vic zweimal das Licht angemacht. Das könnte er doch jetzt genauso gut erzählen, wenn du im selben Raum warst. Ich habe noch Lenny und Hübi bei Security getroffen und ich habe bei Security gesehen an den Camps, dass Nerdy bei den Vitals chillt. Dann bin ich da hingelaufen. Und da habe ich gesehen, dass er mir entgegenkommt, aber irgendwie habe ich ihn davor schon so ein bisschen gesasst, deswegen bin ich von ihm weggelaufen. Und dann bin ich ihm doch hinterher gelaufen, weil ich Abstand nehmen wollte. Und dann habe ich gesehen, wie er bei Vitals Khufu umgebracht hat. Also ich habe wirklich gesehen, wie diese Leiche umfällt. Das ist ja schon wieder frech. Also so eine falsche Behauptung hier einfach aufzustellen. Die Geschichte ist einfach, dass er mich jetzt hier falsch beschuldigt. Er wird ihn umgebracht haben. Was hast du getan? Das ist keine Geschichte. Ich bin draußen rumgelaufen, war bei der Brücke. Und hab ja überhaupt noch keine Ahnung von dieser Map. Ja, wahrscheinlich. Ja. Gut. Ja, das war's dann halt wieder komplett. Haben wir keine Task mehr? Hab ich keinen Task? Oder sehe ich die gerade nur nicht? Achso, ich bin der Imposter. Ich hab ja gar keinen. Ich kann ja nur sabotieren. Blödsinn. Eigentlich würde ich echt gerne Rick noch. Und Lenny. Was macht er da? Ja, das war's. Das war dumm.
Ist auch egal, schmeiß mich raus, bitte, ich hab keinen Bock das mehr. Das war sehr, sehr dumm. Ja. Ich wusste, dass du das bist, by the way. Ich hab keinen Bock mehr. Diese scheiß Mira-Map hat mich so ausgelaugt. Ich hab keinen, ich hab keine Luft mehr. Ich hab wirklich einfach, ich kann nicht mehr. Votet mich bitte einfach raus. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, Nerdy ist der Einzige, der in Office gewesen ist. Ansgar liegt da und niemand hat zugehört. Ich bin an der gleichen Stelle gestorben, wo ich gerade verraten wurde, bei genau der gleichen Aufgabe. Jetzt, warum dreht denn Vic auch nochmal um? Was macht der denn? Warum läuft der denn nicht einfach draußen rum? Wie es jeder normale Mensch auch tun würde. Es geht mir nur um deinen psychischen Zustand. Ich bin Imposter mit SEO. Von dir? Das wird eine richtig beschissene Runde. Ah, SEO chillt hier unten in der Ecke. Oh. Shit. Es ist Zeo zum allerersten Mal und Sefi steht einfach daneben und chillt sein Leben. Aaron Stachels ist auch tot. Boah, ich bin so am Zittern. Beim Baum. Lol. Habe ich Stachel gefunden. Also Ansgar kann es schon mal nicht gewesen sein, den habe ich gerade gesehen. Genau, ja. Wir waren unten links. Danke. Oder? War das unten links? Ganz kurz, die Leiche, ich weiß nicht, ob das hilft, aber die Leiche ist über eine Minute da. Heavy. Woran sieht man das denn? Vitals. Also ich habe gesehen, wie Rot umgebracht wurde. Und ich hatte die Vermutung, dass es irgendwo bei Lab sein könnte. Da kam auch Ansgar her, aber es war ganz links. Direkt vor dem Baum. Irgendwie kann ich diesen Emergency Call gar nicht sehen. Ist das ein Bug, oder? Hä? Wie meinst du den aber Call? Ich check das teilweise nicht, weil auch als Vic mal tot war. Also ich könnte es gar nicht abstimmen. Konnte ich ihn nicht sehen, weil er hinter der Wand war. Ich hatte auch nur ein CO gehabt. Ach so. Das hatte ich mal auch. Also das ist ein Bug. Okay. CO ist unten links. Hat er ihn gerade umgebracht? Hä? Zum Glück war ich bei den Cams. Mibi war bei einer Leiche. Glück war ich bei den Cams. CO. Mibi, du warst bei einer Leiche. CO, was hast du ganz unten links mit Ansgar gemacht? Wo lag die Leiche? Neben dir, oben am Baum. Okay, dann bist du, alles klar, passt. Okay. Hä, du war eine Leiche bei dir, hä? Also das Ding ist, ich war da nämlich und ich habe gerade so gesagt, hä, da war doch kein Report-Button, als du es gesagt hast. Und nachdem jetzt, und dann standest du da und machst jetzt quasi diesen, ich self-reporte und sag dann, der ist es, neben dem ich, okay, alles klar, passt. Also ich kann halt nur sagen, dass neben Hübi keine Leiche war, weil ich war auch. Also ich habe ihn gesehen. Es war, also die Sache ist, ich konnte gerade noch so bei der einen Cam in diesen Raum reingucken, also mit diesen beiden Rädern. Wie verarscht du mich gerade? Nein, Bro, ich bin hier sofort hingerannt und ich wollte Ansgar gerade reporten. Ich hab die Leiche dort sogar gesehen. Aber ich habe eine Frage. So, wurde jetzt nicht gerade Stachels reportet? Warum gehen jetzt alle eigentlich auf Ansgar? Okay, ich versteh's auch nicht. Weil, was war Ansgar? Ansgar ist tot. Ja, aber Ansgar ist ja tot und ich habe gesehen, wie er umgebracht wurde von Zeo. Es waren zwei vorher tot. Ja, Lenny und Ansgar waren vorher tot und jetzt gerade wurde Stachels reportet. Hey, da macht doch keinen Sinn, jetzt auf Ansgar zu gehen. Stimmt. Ich bin so technisch. War schon lange tot, also das ist gerade ein Bug vom Spiel. Ich war aber die Sache, Zeo könnte nicht so schnell wieder jemand umgebracht haben. Es geht gar nicht. Also Leute, ich bin's echt nicht. Aber Stachels lag neben. Ich weiß nicht, was abgeht. Das ist klar. Neben Hübi lag Stachels. Ohne Scheiß. Uff, Jungs und Mädels, es sind noch so viele Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Es sind viel zu viele Leute. Uso ist tot. Aber jetzt, wo ich das sehe, Uso ist tot und Sephiron war die letzte Person, die ich mit Uso zusammen gesehen habe. Also ich muss auch sagen, Vic beim Knopf Vic war traurig und Nerdy stand mit mir beim Entschärfen. Ufuk würde, glaube ich, nicht, also als Imposter den Emergency-Button rückt, der hat auch sehr überrascht reagiert mit Uso und so, das klang nicht gespielt. Und dann kannst du mich nur noch Sefi sein, weil Nerdy hätte mich killen können. Mit Vic bin ich jetzt schon mehrfach rumgelaufen und er hat beobachtet und wir waren bei den Kameras und er hat Zeo überführt. Also ich weiß, dann kann es nur noch Sefi gewesen sein, ja. GG. Good game, guys. Das Geile ist, ich habe halt echt keinen gekillt in dem Moment. Das war voller Scheiß. Hä, aber was ich ganz kurz mal. Nein, das war vorige Runde noch, das ist ewig lang her gewesen. Hä? Warte mal. Ansgar, wer hat dich umgebracht? Ja, CEO hat mich umgebracht und das war auch dann, als du es gesehen hast und denkst, wo zeigt denn die Kamera hin? Ich habe dich in der ersten Runde umgebracht. Du sagst, du hast in die Camps gesehen. In der nächsten Runde habe ich keinen umgebracht. Mein Chat sagt gerade auch, CEOs Spiel hat gebuggt.
Was? Okay. Also das Ding, also ich war unten bei den Rädern und dann kam C und hat mich umgebracht. Genau dann in der Runde, wo du es auch gecallt hast. Nee, das war die Runde aber davor, oder nicht? Nein. Das hängt ja das mit dem Clip beweisen. Ich hab das gesehen. Aber ich schau mal nach, ich habe ja auch aufgenommen. Ich schau's mir nochmal an, vielleicht irre ich mich auch gerade. Und ich lebe noch. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.